Streaming starten! Das ist so ein Standardspruch von mir, ich finde es so cool. So, hab ich alles aktiviert, alles klar. So, Sock in den Mai. Das füge ich nochmal dazu. Kommst du so keiner mehr runter, glaube ich. Könnte so machen, wir zocken jetzt ein bisschen, wenn dann keiner kommt, so eine halbe Stunde, Stunde, können wir das Grappen kann ich spielen. Ja, aber das streamen wir dann auch schon, dann können wir es aufnehmen. Wie bitte? So aufnehmen? Das können wir aufnehmen. Da können wir mal ein bisschen was schneiden. Ich glaube, dann nehmen wir das echt mal was auf und dann können wir das auch schneiden und so. Einfach mal so zu haben. Oder wie sehen Sie es? Machen. So, was wird jetzt geladen? Das ist mal so ein kurz tweetern. Quark. Quark. So. Hallo und herzlich willkommen zu einem Lutsch-Let's Play mit Jeron und mir. Jo. Irgendwie hat OBS echt Probleme, mir das richtig ans Bild anzupassen. Hä? Das Bild richtig anzupassen. Sascha, Bio, hallo. Hallo. Ich hab schon mal eingeladen, ne? Ich hab da schon was, was man machen könnte. Ladet noch bei mir. Ja, ja, ganz spannend. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Was passiert jetzt? Da passiert was! Achtung! Es passiert was! Jetzt! 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 Oh, mein Typ ist so krank, Alter. Ah. Was für ein Wunsch-Let's Play. Ja, den Poner nehme ich nur mal so auf. Weil ich habe jetzt echt gerade. Es ist halt. Ah, ja, ich. Bald auch nicht. Ist halt immer so, ne? Das tut mir echt leid. Leiden. Leid. Das ladet doch ja überhaupt nicht lange, ne? Nee, überhaupt nicht. Oh, bitte. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht wieder. Ja, das ist alles komisch. Krieg dich mal ein, ey, warum ladet das denn so lange? Ja, das würde ich so machen, dass wenn wir machen, das nur eine halbe Stunde und dann nehmen wir Dings auf oder so. Entweder nehmen wir Scrap Mechanic auf oder wir machen das mal so rumprobieren. Oder wir streamen das einfach, keine Ahnung. Jo, es geht! PSV, hallo! Ich habe ein neues Foto von mir, warte mal. Oh, ich bin jetzt online. Ah ja. Doch noch das. Oh, ich könnte kotzen. Das ist schon wieder. Kann ich denn irgendwo meine Klamotten umziehen hier? Kann ich auch irgendwo zu Hause oder nicht? Ja, eigentlich schon.
Duschen, ne. Oh, soll ich mal duschen gehen? Ah, ich möchte mal ein bisschen duschen. So, mal duschen. Hallo Leute, was geht bei euch? Was ist hier los? Ich bin heute ein bisschen spät, aber wie gesagt, ne, ist ja auch ja mein Feiertag gewesen, ne? Oder ist mein Feiertag eigentlich? Wieso duscht man mit dem Bikini? Wieso duscht man mit Bikini? Warum kann ich nicht nackig duschen? Leute, die Augen haben. Lena Baumann, hallo! Willst du ein neues Bild? Nein, ich hab noch ein Bild von mir. Zeig ich gleich mal, warte mal. Ich nehme mal kurz mal die. Hallo Lena und hallo Pia. Nehme das von Jaon an. Ist soundmäßig alles gut, ist alles laut genug? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu leise. Oder ich weiß auch nicht genau. So, muss man alles kaufen hier. So, alles gekauft. Und ich habe noch ein Bild von mir. Ich habe noch ein Bild von mir gemacht mit Snapchat. Das ist so geil, Alter. Und meine Frau noch so mit was sowieso. Ich muss eh mal ein Fenster aufmachen. Ich kann nicht mehr. Mir ist es echt zu warm. Warte mal. Auch mir geht's super an dir. Jester Graffiti, hallo, moin, hallo und herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, warum geht das nicht? Wieso funktioniert nichts bei mir hier? Bei dir. Oh, da, das ist so lange, das ladet jetzt gerade wieder. Hä? Was liegt denn bei dir gerade? Ich warte gerade, bis du anfängst zu spielen. So. So, aber. Sorry, bei mir spinnt er wieder was rum. Ein Bier. So, Prost, Leute. Vier Zuschauer. Hoi. So. Wie wär's denn mal, wenn du Jaron mal ein Bild malst? So. Die Gisela ist wieder am Start, Alter. Guerilla. Bäh. Dein Job, den kriege ich noch. Schlappe. So. Gut, aber um 0.15 Uhr nimmt meine Mutter das Handy weg. Hab Scheiße gebaut. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch, Spieler. Applaus. Ja, hast du echt gut gemacht. Kannst du mal sehen. Wenn du die Scheiße übernimmst, kannst du mich nicht mehr sehen. Siehst du, also ich würde es nicht tun. Wo bist du? Ist die Musik ein bisschen zu laut und das Gameplay zu leise? Die Musik ist ein bisschen zu laut, glaube ich. Moment mal. Oh Gott. Das beginnt schon so geil wieder. Ich habe nichts gesehen. Nein, ich habe Schwarzbild gehabt. Geil. Ach, mir ist gerade. Ich habe die Kurve ein bisschen scheiße genommen. Ein Typ hat mich noch am Heck erwischt. Und ich bin dann von der. Gehst du so runter? Ich bin da über die Absperrung rübergeflogen. Ich habe mir ein Spiel gekauft gerade. Scrap Mechanic. Wir können das so machen. Wir machen. Ganz ehrlich, wir machen das so. Es ist Tanz in den Mai. Wir spielen eine Stunde lang. Genau eine Stunde lang spielen wir GTA. Und dann spielen wir Scrap Mechanic. Scrap Mechanic ist halt nichts. Wow, es ist halt ein bisschen langweiliger eigentlich, aber ich finde es eigentlich ziemlich geil. Ja, ich vor allem, ich werde da wieder ruhig sein, weil ich mich konzentrieren werde. Das tut mir jetzt schon leid. Darum ist echt jetzt die Frage, was machen wir? Ob wir das jetzt wirklich machen oder wir machen jetzt zwei Stunden lang GTA und danach machen wir halt Offscreen für uns das. Ich weiß es nicht. Ach, von mir können wir es auch gerne streamen, aber kein Problem mit. Ja, aber ich. Ne, man muss auch. Während du fährst, zeige ich mal mein Bild. Aber das Dumme ist, dass es nicht weiterläuft, das Screen da nicht. Das finde ich echt doof. Doch, jetzt, ja, super.
Ja, hab ich, weiter. Ja, hab ich. Scheiße. Ja, alles gut, geil. Mist. Nein, ich drück einmal woanders drauf, dann ist schon vorbei, warte mal. Ich zeig mal was Lustiges, pass auf. Das war ein geiles Bild von mir, pass auf, warte, das ist doch dumm, das Bild. Aber wie lustig. Wo ist das denn? Hier. So geil. Oh Mann, wo. Ich finde das aber so dumm, dass es nicht richtig anzeigt. Guck mal hier, der ist doch geil, der Typ, oder? Sieht so dumm aus, Alter. Snapchat ist so lustig, Alter. Da. Was müssen wir machen? So wie ich das rauslese, müsst ihr vielleicht ein bisschen rumballern. Okay. Sieht der Typ nicht süß aus? Der ist doch zu verlieben, oder nicht? Das sieht so behindert aus, okay, das Bild. Ja. Das Bild ist doch das Beste, oder nicht? Das ist doch das beste Bild, Alter. Snapchat ist so lustig. Ah, die Mission kenne ich, aber die kommt mir bekannt vor. Der noch? Nein, der ist tot. Kannst du die Bänke nicht kaputt fahren? Eine stärkere Waffe, oder? Viel zu wenig Schuss im Magazin, das ist echt nervig. Ja, das Bild darf ich jetzt wieder wegnehmen, oder? Das sieht echt ein bisschen schwul aus. Das ist mehr so ein Bild für Jaron. Das ist eigentlich für Jaron, das Bild. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, guck doch erstmal das Bild an. Du willst auch sagen, oh. So, was ist los hier? Der Kuruma ist eigentlich so. Der ist so OP, Alter, das ist der Hammer. Ist yep. Wirklich so. Der ist eigentlich schon. Den müsste man fast schon wieder rauspatchen, ganz ehrlich. Boot, Boot. Ich kümmere mich drum. Sehr schön. Von der Seite kommt auch noch einer. Ein Glück, dass ich mir gerade nochmal für alles Munition geholt habe. So, warte mal, ich muss mal kurz, wieder das Bild raussehen. Das ist echt ein bisschen schwul. Hallo. Tschüss, Bild. So. Das ist ein Lenkraketenwerfer. Okay, hat sich erledigt. Okay, alles klar. I believe I can fly! Okay, doch nicht. I believe I can fly. Oh, dran. Oh, wie kann ich da noch auftauchen hier? Ich komme, Süßer, ich komme! So, was geht, Leute? Was geht bei euch? Was habt ihr gemacht? Was macht ihr? Was macht ihr gerade? Ich trinke ein Bierchen. Ho. Eine Bootfahrt, sie ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Ich glaube, da kommen gerade Feinde an, kann das sein? Wir haben Boot an Steuer oder Backbord. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, hinter uns sind Feinde. Zumindest ist ja nichts Vernünftiges zum Schießen, ne? Ich kann. Oh! Automatische Schrotflinte, so, ja, die bringt nicht viel. Granate? Wasserminen. Also nochmal hinter uns dran. Alter, was ist das denn hier für ein Seegang? Hammer, ne? Ich kann gar nichts machen hier. Okay, wir sind eh viel zu schnell.
Mensch, Pia, warum erschreckst du dich denn bei sowas? Ja, echt mal. Was ist los? Was ist los? Oh. Hab ich vorhin noch abgespielt im Stream gerade. Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Okay. 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 Was? Dafür gibt's 31.000? Also das hat wieder Überholungsbedarf, würde ich sogar sagen. Wie ist die? Das Geld ist echt gut. Ja, da Zugriff in Schumasch, wie man das ausspricht. Okay, das können wir gerne mal machen. Also das Geld war echt wow. Wollen wir machen? Doch lustig. Okay. Wie fandst du dieses ostfriesische Küchensaufgespräch eigentlich? Ich will jetzt nicht sagen informativ, aber es war lustig. Das glaube ich. Hä? Beitritt zur Sitzung gescheitert. Bitte versuche es später noch einmal. Kehre zu GTA Online. Okay. Schalte ich gleich wieder ein. Warum mal? Ich kann dich gerade nicht ein, aber mir muss noch stehen, dass du beitrittst. Beigetreten. Ja, hä? Okay. Oh, ich will mal Waffen kaufen. Nein, vergessen. Scheiße. Egal. Kannst du dir Munition holen, keine Waffen. Ja, das hab ich vergessen. Dorn, wie geht's dir eigentlich? Wie geht es dir, mein Herr? Mir geht's gut, das habe ich auch vorhin schon einmal erwähnt gehabt. Da wurde gerade einmal gefragt, wie es uns alles so geht. Kuruma. Den muss ich auch noch kaufen. Alter, wie ist der denn hier gerade gefahren? Hast du es gesehen? Ja, ich hab gerade auf Check geguckt. Halb auf der Plank ist er gefahren, ja, unglaublich. Warte mal, ich muss mal kurz eben Jarons Stream liken. Willst du nur wissen, wie der gerade gefahren ist? Nö. Was war, was ist das hier, ey? La Fisch, lang nicht gesehen. Was ist das hier für ein Weg, ey? La Fisch, du Fisch, Alter, was geht denn bei dir? Alles feucht bei dir? Alles fischig? Was fährst du da? Ich fahr zum Richter. Das kannst du richtig auch einsteigen lassen. Oh, scheiße, verfehlt. Ja, er fährt. Ja, genau. Der ist schlimmer wie ich. Ich sehe ihn gerade nicht, ich kann ihn nicht treffen, ich sehe nichts. Okay. Gut, weiter. Nein, fotografieren. Oh, diese Scheiße wieder. So, wie? Ja. Warte mal. Erstmal machen wir alles kalt hier. Der Punkt, ne, der ist wahrscheinlich echt zu klein. Ich sehe den fast gar nicht. Kann ich ein anderes Fadenkreuz nehmen oder so? Das ist doch gut, dass du mal die Nacht durchmachen musst. Dann kannst du hier gleich bleiben. Wo schießt denn noch einer hier? Ach Gott, mir reicht das jetzt. Ich wollte es auch gerade sagen, aber ich glaube, ich kann es mir nicht so leisten wie du. Du bist schon ein bisschen mehr. Du fotografierst. Fotografiere ich jetzt. Ja, du gehst jetzt los und fotografierst. Ich halt die Leute hier mit Wind, aber ich komme mit dem Geben im Schach. Ist voll verbrannt, der Typ. Alles klar, weiter geht's. Steig an, das Auto. Oh, wie schädlich ist das denn gewesen, ey? Du musst die Nacht durchmachen, aber bist ab 1 Uhr weg. Was ist das für eine Aussage? Deswegen ist ein Daumen da. Mann.
Aber hast du jetzt mitbekommen, warum Gisela? Daron? Nö. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut, dann lass uns dabei. Hier runter, ja. Natürlich, der Koruma kann alles. Ist auch neu, ne? Früher gab es keine Treckers. Also die großen Trecker konntest du früher noch nicht fahren. Dann machst du einfach beides nebeneinander an, fertig. Echt? Ja, mach mal beides nebeneinander an, fertig. Was ist denn los da? Aber mein Schwiegervater ist chillig, ne? Der ist geil drauf, ja, ne? Der ist richtig geil drauf. Das ist ein Typ, ey, der ist so cool. Ja, du musst echt nochmal vorbeikommen. Du musst echt mal herkommen. Regeln wir nochmal. Wir wollen jeden beschießen hier erstmal, ne? Und treff keine Sau. Oh, der hat getroffen. Das ist echt kacke, wenn du hupst, auf dem Controller zu fahren. Das ist die ganze Zeit gedrückt halten muss, ja. Ja. Sehr schön. So will ich dich hören. Wir sind fast schon Level 20, Alter. Wir haben gestern und heute nur 7 Stunden Spiel. Level 20, okay, wir haben es gar nicht drauf angelegt, ne, zu leveln, ne? Nö. Wir haben schon ein paar Missionen gemacht, haben ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen rumgefahren. Ja, aber dann schon Level 20 ist eigentlich relativ gut. Quatsch, ich hab genug Kohle, Mann. Was ist los da? Es ist nur schade, dass mein alten Spielstand nicht übernehmen konnte. Da musste ich halt einen neuen Charakter erstellen. Das war's Blöde. Aber sonst wäre ich noch mehr OP gewesen wie hier. Jarono. Gab's nicht so viel für, da war die andere besser, ne? Die andere Mission. Ja, bei der anderen muss man mehr schießen. Larry! Larry! Fischkopf! Fischkopf! Larry! Fischkopf Larry? Ja. Wollte ich jetzt so. Wollen wir noch was anderes spielen hier? Klar. Radikaku 2 spielen wir eben. Da will ich was zeigen. Da zeig ich dir was. Da zeigt Papa dir mal einen Trick. Das kenne ich noch von der Konsole, mein Junge. Jetzt zeigt Papa mal einen richtig geilen Trick, Alter. Greer. Hallo. PayPalen. Sie haben gerade 12 Euro an PayPalen bezahlt. An Dings bezahlt. An Jochen. Schweizer. Warte, das brauche ich eben, Haftbomben hast du, ne? Ja klar, Haftbomben, Granatwerfer. Sehr gut. Also die Haftbomben brauchen wir. Muss dir einen kurzen Moment geben. Hol mich mal kurz ab. Renn doch, Alter. Ups. Wirklich? Was denn? Ja, ja. Jetzt gehst du da hin. Und jetzt fährst du die ganzen Autos bitte einmal so, dass du die mit einer oder. Den Banshee musst du ja abholen, ne? Den müssen wir mitnehmen. Den gelben müssen wir mitnehmen. Du fährst aber so die Autos hin, dass du mit einer Haftbombe alles weghauen kannst. Fahr doch schon mal den Banshee raus. Mit der nicht auch noch beschädigt wird. Bin nicht Not. Warte. Ich bin gerade noch.
Jetzt hätten wir den großen gebraucht. Den großen was? Ja, den Großtransporter, mit dem wir gestern noch kurz rumgefahren sind. Der hat ja alles weggerammt. Ja, aber machen wir Haftwuppen noch, das ist schon gut. Ups. Lass mich mal bei dir mit einsteigen. Ja, du musst da mit rein. Gib drei Sterne. Ja, kannst du weg? Kannst du mal kurz fahren? Okay. Und fahr jetzt mal so lange, bis ich sage, dass du dahin fahren kannst, wo ich wohl hinfahren will. Du fährst jetzt nicht dahin, wo du so hinfahren sollst. Ich sag dir, wo du hinfährst. Keine Ahnung, wo ich hinfahren müsste. Ja, das sag ich dir dann, ja. Fahr du erstmal so lange, wie du kannst. War das auch schon mal ein Bonus? So lange, wie du fahren kannst, ist schon mal gut. Wenn ich den Punkt jetzt setze, kannst du den auch sehen? Ja. Lagerhaus. So, du fährst einmal. Die Funktion. Okay. Ach, was soll man denn? Weil ich was zeigen möchte. Am besten müsst ihr jetzt gleich so 4 Sterne oder 5 Sterne haben. Können wir das gleich hin auf die Schnelle? Und willst du so viele Sterne haben? Ja, möchte ich gerne. Aber erst so kurz, bevor wir da sind. Sind doch gleich da. Ja, heute ist Open End, ja, heute ist Open End. Schade. Ich kann es leider nicht machen, dass wir Sterne bekommen. Nein, ich habe sie von letzter nicht weggekauft. Wir waren wirklich nicht im Sichtfeld. Nee, ist in Ordnung, ist kein Problem. Kein Problem. Fahr das mal hin, wo ich ihn gezeigt habe. Fahr da mal kurz im Kurs ganz genau hin. So, warte mal. So, mal gucken. So, komm mal hierher. So, lass mal das Auto da stehen. Und jetzt müssen wir ein paar Sterne haben eben. Okay. Nächster Wagen. Tut mir leid, Mercedes. Das ist kein Problem. Das verzeih ich dir heute mal. Ernsthaft, ein Stern, man hat die ganze halbe Stadt auseinandergenommen und ein Stern. Achtung, Granatwerfer, ne? Warte, wenn die Cops kommen, kriegen wir sie schneller.
Okay, müssen wir nur gucken, wo unser Rückzugsweg ist. Kopfwagen kommt. Ja, mach den mal so lange, bis du ein bisschen ausschalten bist, Leute. Drei Sterne. Also 4 bis 5 wäre schon optimal. Da kann ich gerade nicht sehen. Ich muss kurz mal weg hier. Erwischt. Ich habe nochmal 3. Double Kill. Helikopter. Screw you! Vier Sterne. Ich habe immer noch 3, das ist das Problem, leider. Ja komm, wir machen das aber trotzdem jetzt. Komm, hier rein. So machen. What? Bist du drinne? What? Einfach über die Abschwörung reingehen. Einfach über die Abschwörung rein. What? Einfach da reingehen. Das ist kein Glitch, das ist ein Fehler. Kann ich rausschießen? Ich kann rausschießen! Ja, das ist noch besser. Musst du finden, ich kann rausschießen, aber ich kann nicht reinschießen. Genau, ich muss nur finden, wo du jetzt gerade stehst, das ist das Problem. Ich bin einfach gerade weitergelaufen. Ich stehe jetzt so vor mir sind die Mülltonnen. Ah ja, jawohl, jetzt bin ich gerade im Parkhaus. Ich hätte vielleicht nicht schießen sollen. Hier ist der Ausweg schon mal. Willst du mir gerade sagen, dass ich hier, wo ich gerade bin, nicht wieder rauskomme? Doch, doch, klar. Nur die Frage ist, wo du bist. Ich habe mich nicht bewegt, ich bin eigentlich noch genau neben der Wand, wo wir reingegangen sind. Ey, bleib mal einfach noch stehen. Wie kommst du dir? Ich habe kein Fahndungslevel mehr. Ich hab sie noch, sie blinken. Sehr schön. Machen wir da stehen. Kannst du noch wieder rauskommen? Wenn nicht, dann musst du wieder reingehen. Also ich komme nochmal nach. Kein Problem. Fliegst du nicht rüber, ey. Und sie sind weg. Gut. Ey, wir können doch einmal wieder zurücklaufen, wo wir reingegangen sind. So, warte mal, lass mich nochmal ausprobieren. Du kannst davor stehen bleiben. Ich bin rein wieder rausgegangen. Ich steig schon mal im Wagen ein. Ich fall gleich runter. Ich bin nicht runtergefallen. Bin oben geblieben. Das ist sehr gut sogar dann. Weil da kannst du nämlich rausschießen und die kann ich nicht hitten, ne? Ja. Und dann, wie gesagt, bin ich auch einfach durch die Wand wieder rausgegangen. Das ist sehr gut, weil das ist sogar noch besser. Das muss ich auch nochmal hinkriegen. Weil desto höher der Fahndungslevel läuft, desto mehr Dings hast du dann, ne? Da kannst du halt richtig gut verdienen und sowas. So, nehmen sie mal fahren, dass wir loswerden. Haben die mich da gefunden? Nee, ne? Nee. Ich sag mir kurz die Munition. Allein schon! SWAT steht neben mir oder was auch immer die darstellen so wollen. Und ich laufe einfach mal mit dem gezückten Gefechtsengi und steige aus dem Wagen aus. Alles klar. Bis morgen. Ja, morgen brauchst du nicht länger bleiben, weil morgen werde ich nicht so lange machen. Ich auch arbeiten muss. Leider. Ich auch. Bye, have a beautiful time. Have a beautiful time. Beautiful time, beautiful time. Das will ich mal ausprobieren. Wie hast du das jetzt hingekriegt, dass du stehen bleiben kannst? Du bist doch rübergegangen? Ich bin einfach gerade ausgegangen. Ursprünglich gerade ausgegangen. Ne, ich fahr gleich wieder runter.
Fail. Ja. Jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Oh, kannst du mich von der anderen Seite abholen, wo du gleich meinen Punkt siehst? Wenn ich dir sage, jetzt. Da habe ich auf den Wagen festgefahren. Jetzt kannst du mich abholen. Bei einem Polizisten. Als ich über die Leiche fahren wollte. So, wenn wir das ein paar Mal machen, dann hast du desto mehr. Am besten ist es so hinkriegen, wie du das hattest. Wo du ganz trotzdem noch die Polizisten abknallen konntest. Und das wäre noch besser. Warum bist du nicht stehen geblieben? Entschuldigung. Top hier. Ciao. Schönen 1. Mai. Ja. Das ging eigentlich, haben wir schon öfters bei dieser Mission gemacht und haben das richtig übertrieben. Also da haben wir wirklich eine halbe Stunde gesessen. Da gehen wir bei einem anderen Haus, ging das mal, beim anderen Haus. Und da haben wir wirklich eine halbe Stunde gesessen, haben nur Kopf abgeknallt. Du kannst dir vorstellen, was wir da am Ende für RP bekommen haben und Kohle. Und desto mehr Kills und so du machst, ist ja. Hast du einen anderen Wegpunkt wie ich? Die Abzeigen. Nö, ich hab nur gerade nicht aufs GPS geguckt und hab nicht realisiert, dass ich hätte abbiegen müssen. Okay, okay. Viele Wege führen nach oben. Das stimmt. Das wäre fast zu früh gewesen. Warte mal. Nicht abgeben, geht mal nicht ab. Komm mal wieder zurück, ich zeig dir noch was. Weißt du ungefähr, wo ein Laden ist? Irgendein Laden, also so wie, keine Ahnung, ne, so ein. Das ist wie eine Tankstelle oder sowas, ja. Ja, ein Laden, den man überfallen kann, ne? Obwohl, warte, doch. Probier mal aus. Müsste ich wissen. Ja, probier mal aus. Fahr mal dahin, zeig dir was, noch was Geiles. Ich komm wieder, ich muss mal was holen. Ich irgendwo da hinten sein. Funktioniert das nur in dieser Mission, oder? Bitte? Nochmal, ich bin jetzt gerade jetzt wieder da. Funktioniert das nur in dieser Mission? Ich weiß es nicht. Wir haben es immer nur in dieser Mission gemacht, weil du halt nur die Auto springen musst und einfach das Ding wieder zurückfahren musst, weißt du? Weil es am schnellsten geht. Und das, wenn du jetzt einen Laden da hast, funktioniert doch was Geiles. Weil du wirst einfach sehen, was du nicht glauben kannst, wenn das so ist. Ich hoffe es. Ich bin der Meinung, ich müsste irgendwo einer sein. Nur einfach im Grunde, dass ich dann über die Kanäle abgehauen bin, einmal mit dem Jetski. Kanäle sind hier ja irgendwo. Versuch mal einen zu finden, ist egal. Das können wir ruhig ausprobieren. Die haben ja keine Zeit oder so. Ich bin der Meinung, dass wir. Was ist das denn für ein schlauer Bengel gewesen? Soll ich irgendwo hier sein? Oder gibt's noch andere Kanäle? Ein Burgershop sehe ich. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich bin danach über die Kanäle mit dem Jetski abgehauen. Ach, warte. Wir sind, glaube ich, zu weit unten. Ja, hoch, nein, hier komme ich nicht hoch. Oh, da habe ich ja die Treppe wieder abgeblieben. An die Treppe, wie mich gerade wieder erinnert. Ja, da vorne ist einer. Ja, komm, pass auf. Halt, nein, du stellst das Auto genau gegenüber der anderen Straßenseite. Ungefähr, einfach auf der anderen Seite von der Straße. So. Willkommen. Hast du eher so einen Schalldämpfer da oder so? Was willst du mit Schalldämpfer haben? Egal, irgendwas Kleines. Oh, wo ist der Kassierer denn? Ist ja gar nicht da. Aber ich glaube, es geht auch so. Weil ist der. Schaut ein bisschen scheiße. 184. So, warte mal. Kannst du auch nochmal die Kasse aufmachen? Nee, ne?
So, dann machst du mal so. Schließen wir mal die Kasse auf. Sache. 108. So. Dann läufst du einmal ums Auto so rum zu und läufst wieder zurück. Die Kasse wieder auf. Die Kasse wieder. Oh. Oh, 146. Wie für solche Centbeträge machst du das jetzt? Nein, ich wollte dir nur zeigen, dass es geht, dass da keiner ist, weißt du? Es gibt ja auch Einladen, da sind zwei Kassen. Verstehst du? Hm. 170 Euro. Yeah. Dollar. Ich wollte nur zeigen, dass es funktioniert. Angeln? Ne, das war nicht weit genug weg. Egal. Ich würde lieber den Wagen vor uns nehmen. Der sieht irgendwie schöner aus. So, wo sind eure Daumen? Was ist denn los bei euch hier, Däumel links? So, was ist hier los? Lauru, hallo! Hallo, hallo, hallo! Knuddel an alle, Knuddel, jawohl, Knuddel! Im Hintergrund habe ich irgendeine Playlist an, die ich immer zum Truckern habe, einfach. Das ist irgendwas an. Weil wegen GEMA, bla bla bla. GTA. Ja. Das ist eigentlich die Trucker-Playlist, wirklich. Manchmal passt es ganz lustig sogar. Wollen wir uns eine schöne LKW schnappen? Ein bisschen ETS, Multiplayer in GTA spielen. Das wäre geil, oder? Habe ich bei Scrap Mechanic gesehen, da hat einer aus ATS einen LKW in Peterbilt nachgebaut. Was er kennen wird, ich weiß es nicht mehr. Geil. Müssen wir noch mal reinschauen. Auch wir können ja auch Sachen laden. Ne? So, ich meine, müssen, aus dem Workshop. Ja. Wir müssen gucken, ob wir eine Erlaubnis dafür haben. Ach, stimmt, auch scheißegal. Die werden sich wohl nicht beschweren. Wenn ich dir das zeige hier. So. Jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen. Also müssen jetzt eigentlich viel mehr Dings kriegen. RP und Schotter. Dafür gibt es einen Mod. 42.000 Dingsy, Dollar. So, das ist nicht wenig. Und du? Wie viel hast du gekriegt? Genau dasselbe wie du. Ja. Das kann nicht sein. Aber weißt du, normalerweise kriegst du keine 42.000 Dollar für den Job hier, weil der eigentlich so easy ist. Das wollte ich dir mal zeigen. Wenn man das halt öfters macht, weißt du, wenn man das wirklich konsequent macht und immer schneller, dann kriegst du immer halt 42.000, das schneller geht's gar nicht, weißt du? Mhm. Ja, es gibt in GTA einen Trucker-Mod. Ich werde keine Mods in GTA unterstützen, in GTA 5 nicht, weil GTA 5 halt das schlechteste Koop-Mod hat seit langem, was ich jemals gesehen habe, die Scheiße. Wollte ich gerade sagen. Mods, da habe ich eigentlich nichts dagegen. Allerdings nicht. Nicht für dieses Spiel. Wie gesagt, ich will auch das in diesem Spiel machen. Wenn es diesen Koop-Mod gibt. Aber diesen Koop-Mod gibt es nicht. Genau, weil alleine schockt es halt nicht. Ganz ehrlich, tut mir echt leid. Nö, ganz ehrlich, zu zweit Koop-Mod mit dem Multiplayer von San Andreas. Wie geil wäre das denn? Ja. Könnte man wenigstens zu zweit auch die Einsätze machen. Und nicht, du schießt auf den, bei mir schießt du nur blöd daneben. Ich hab ihn versucht zu erschießen bis dahin. Ja. Ich glaub's dir. Du, so wie du es gesagt hast, du hast ihn ja 5 Headshots oder so gedrückt und da ist nichts passiert. Und ja, bei mir standst du da einfach nur, hast auf ihn gezielt und sonst nichts gemacht. Mahlzeit. Mahlzeit. Whoop, whoop, that's the sound of the police. EA Sports, hatchet again. Mir nicht kaputt gemacht.
Oder lad dir ein Spielmodi herunter im Workshop. Für GTA? Ja, aber wir wollen auch das Multiplayer. Ja nichts, weil wir können ja eben halt das nicht Multiplayer machen. Und wir wollen ja Multiplayer spielen, weil sonst ist das echt zu langweilig. Die LSPD FR Mod, die ist mega geil. Aber wer hat denn Bock, allein das zu spielen? Also ich nicht. Allein hätte ich ja keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Es gibt Leute, die machen das, aber das wird immer langweilig, weil du hast niemanden zum Rumblöden. Danke, Naru, dass du das so erzählt hast. Okay, aber ich denke mal, dass die da nichts von wissen wollen, weil das alles Edenauten sind und so. Jeder hat halt seine feste Community und ich weiß, wenn ich streame, kommen meist immer 8 Leute und ich weiß auch immer, wer kommt. Es sind wirklich immer dieselben. Larry ist halt nach Fisch und so. Ich bin halt heute zu spät angefangen, da wären Dings nämlich auch dabei. Vanessa wäre dabei gewesen. Und Cookie wäre noch dabei gewesen. Prötten, der fehlt mir. Prötten ist echt. Prötten ist weg. Mir am meisten fehlt, ist Black YouTube. Black YouTube, ja. Blacklist YouTube. Der Blacklist YouTube. Der fehlt mir auch, ja, der fehlt echt. Ich glaube, ich schreibe den mal auf Twitter an. Das mache ich jetzt mal sogar. Ich schreibe ihn jetzt auch mal auf Twitter an. Ey, ganz ehrlich, für so eine Mission, wo wir rumballern mussten, gibt's nur 1000, willst du mich verarschen? Sag ich doch, weil. Wir hätten das Coke selbst verkaufen sollen. Echt. So, Black. Glückwunsch auf Level 20, ne? Danke, ich habe gerade ein bisschen Stammstream. Ich werde jetzt mal Dings schreiben. Ja, Blacklist YouTube erstmal geschrieben. So. Das muss ich eben kurz machen, tut mir leid. Aber der fährt wirklich. Was soll man machen? Nimm mal irgendeins hier. Die man zu Hause hat, die fanden die alle scheiße. Die sind richtig bekackt, richtig kacke. Da kein zweimal drauf ist. Freier Modus, dann starte ich kurz so ein. Ja, ich weiß, wie man Missionen erstellen kann. Ich habe sogar schon mal ein Rennen erstellt. Ich weiß gar nicht, wie war das für Computer oder für Xbox. Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, einfach für Xbox habe ich dann auf Computer auch nochmal neu gemacht, weil man es nicht übertragen konnte. Doch, Ede schreibt mit mir gerne, okay. Und bei Ede sind auch viele Bekannte. Ja. Aber ich denke mal, okay, Lauro, du guckst ja gerne, wirklich gerne bei mir. Das finde ich ganz cool. Weil dich kenne ich auch ja von Edes Stream. Und wie gesagt. Aber so abwärmen ist irgendwie auch ein bisschen scheiße, muss ich sagen, ne? Gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn er dann auf einmal. Er hört von mir und sagt jetzt, oh geil, das ist besser wie keine Ahnung wer oder ich finde ihn geiler. Dann bleibt man halt bei dem, ne? Das muss alle selbst, jeder selbst wissen. Aber du hast schon recht, ein bisschen Werbung muss man halt machen, ne? Ich glaube mal, sonst wird keiner groß irgendwie. Egal. Mein Penis stinkt. Obwohl ich eine Frau bin. Was? Wuhu. Hi. Ich hasse, wenn die immer so ausatmen müssen, ne? Echt. Das sind so Leute, bei die atmen einfach vollkommen aus in in öffentlichen Sitzungen. Mhm. Hab ich auch gemacht, als ich so hochlevel war. Wir fahren jetzt beim Motorradrennen. Du willst Motorradrennen fahren? Ja, wir machen noch kurz eine Dreh. Ja, es ist einfach nur just for fun. Da, Freunde. Danach machen wir auch wieder Missionen, einfach nur mit Just for Fun kurz mal was anderes. Ja, ich will. Ja, okay, können wir machen. Wieso kein Auto rennen? Ah, egal, machen wir das so. Weil ich die Strecke geiler finde. Und dann können wir vermutlich auch noch machen. Warum wir auch mal Bock hätte, wäre hier dieses Vehicle Vendetta. Das ist auch richtig geil. Welches? Vehicle Vendetta. Wo ich mir die Fahrzeuge bekriegen muss und einfach mal durch so ein Pop-Up fährst und dann auf einmal von... Ich kenne die Strecke gar nicht Wagen. Und ich weiß gar nicht, was für ein Motorrad jetzt angemessen wäre. Ich würde dir eine Enduro empfehlen. Okay. Ähm.
Okay. 107.000 schon wieder, ne? Es geht eigentlich ziemlich schnell, wenn man nur so. Boah, Alter, ich will Tastatur, ey. Die Strecke ist echt abartig. Da machst du ja nur gewählt werden. Wie bitte? Da machst du ja auch nur gewählt. Wir haben immer Dings gespielt, diese dieses Rennen um Knast rum zu immer, was ganz einfach war. Ja, ganz ehrlich, ich finde das auf dem alten Militärplatz eigentlich besser. Yo, scheiße. Also das hinten auf dem Militärplatz. Das wäre ja eigentlich richtig nice. Da mit dem T20 rumcruisen, das macht richtig Laune. Ja, diese. Ich weiß nicht, wie die Mission heißt am Knast zu. Oh. Die haben halt immer gemacht wegen Dings, ne? Mit dem Kollegen haben wir einmal einen 200.000 Mal gewinnen lassen und den dann die anderen 200.000 Mal gewinnen lassen. Somit haben wir so 50 Siege und für. Rom. Haha. Was hast du denn hier zusammen? Boah, das war klar. Natürlich. Jetzt komme ich gar nicht mehr ran, weil ich genau hinter die Absperrung geflogen bin. War klar, es lief so gut. Es lief zu gut. Okay, jetzt verkacke ich alles. Komme ich nicht mehr ran. Schade, ich war so gut. Verdammt, ich dachte, ich gewinne jetzt mal schön gegen dich, aber nein. Hey, wenn ihr denn dieses Problem wie eben habt, dass ich da irgendwo gegenfliege, was mich wiederum abbremsen können. Nee, nicht, gar nicht. Ich bin 200 Sekunden hinter dir. 200 Sekunden? 3 Stunden. Aber mal in meinen Augen eine schöne Abwechslung zur dauerhaften Ballerei. Ja, das stimmt allerdings. Aber Autorennen ist doch ein bisschen geiler. Wollen wir denn mal ein Autorennen machen? Nein. Ich dachte, ich bin jetzt gerade hochgradig, aber nein, ich kacke jetzt gerade hochgradig ab. Ich war so gut, komischerweise. Naja, ich will überleben. Also wir haben mal gestern ein bisschen auf deiner Seite rumgeguckt, Laru. Du machst doch sehr interessante Videos, muss ich sagen. Also ich denke mal, wenn du wirklich so Gläserrücken oder sowas machst oder so Dingsies, Dongsies da, wie heißt das nochmal hier, ne, Reacher-Brett und so, ist ja doch schon sehr abgefahren, glaube ich. Was sagen Sie dazu, Jaron? War interessant zu gucken. Ey, wie heikel, wenn das sich eigentlich nur gelohnt, als er wirklich zweimal drauf war. Also zweifache RP und Geld. Da hat sich das richtig gelohnt. Können wir richtig gut farmen. Muss eigentlich immer nur das machen, wo zweimal drauf ist, weil damit kriegst du eigentlich immer am meisten Geld. Ja, ich denke mal, wir machen auch gleich mal eine Mission weiter so, wo doppelt drauf ist. Ich will ja ein bisschen was wieder haben, ne? Wie gesagt, ich hatte damals Level 131. Also wir könnten uns das gut vorstellen, wenn du sowas machen würdest. So wie Dings zum Beispiel, sowas wie hier, weißt du, Reacher-Brett-mäßig und so, das könnte mir echt gut vorstellen. Natürlich gehen wir auf die, also ganz ehrlich, wir gehen immer auf die Seiten von Leuten, die hier abonniert haben, dabei sind, wie auch immer. Da gehe ich immer, ich gucke jeden gucke ich mir an, der da drauf ist. Das ist echt ein bisschen schade. Weil ich hinten war, das war der Wahnsinn, siehst du das? Ich war vorne, ich war vor dir.
Aber wie gesagt, beim letzten Sprung muss man abbremsen. Den letzten Sprung darfst du nicht mit voller Karacho nehmen. Warum? Boah, so knapp, du hast fast noch geschafft. Ach, scheiße. Ja, wenn du den letzten wirklich mit Full Power nimmst, dann springst du rüber. Da kann man mal nicht richtig weit springen, das ist richtig abartig. Level 21, aber das läuft, Alter. Die Levels laufen aber nur. Alter Schwede. Ach, ich muss nur irgendwie mal den. Obwohl, wir machen jetzt ja genug Geld, dann komme ich meine zwei irgendwas dann auch mal zusammen. Ich habe deine Videos auch schon geguckt. Die habe ich auch schon geguckt. Ja, Rennen ist. Natürlich, wir haben auf jeder Seite schon rumgeguckt, was du denn? Sad Life. Ja, ansonsten allgemein auf YouTube habe ich ja schon enorm lange nichts mehr gemacht. Nee, das ist was Twitch. Vorher war ich, wenn man bei Twitch. Und ich bin ja nur bei. Ich meine, ich gespeichert, deswegen mache ich das jetzt auch auf YouTube. Das ist ja, ne? Und außerdem mache ich eigentlich, wenn dann, auch eher die Arma-Videos. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich aktiv auf Twitch gemacht habe. Mal gucken, können die auch mal wieder dort machen, falls die dann mal wieder da sind. In letzter Zeit ist es da relativ mau. Was ist mit euren Daumen los? Sind die kaputt oder was? Wieso steht das Auto hier eigentlich? Das ist sehr merkwürdig. Oh ja, da haben wir noch sehr viele Jokes gemacht. Da war Blacklist YouTuber auch noch dabei, das war noch cool. Ich habe mich jetzt so stumpf angeschrieben, mir so scheißegal, Alter. Ich habe mich so Twitter einmal angeschrieben. Voll dreist eigentlich, so ein Twitter anzuschreien. Ey, bleibst du eigentlich, du Spasti, guck mal hier, hier, hier. Hol ich mal die Zähne aus der Schnauze. Bettbrötchen! Also Methbrötchen. Methbrötchen? Was willst du? Methbrötchen, so heißt die Mission, die wir jetzt machen. Ja, lad mal ein hier. Ja, Ladevorgang. Müssen wir mal zum Armor Nation hin, wenn wir da vorbeikommen. Sag, die Munition kannst du ja hier holen. Ja, mal neue Waffen. Ja, können wir gleich mal machen, wenn wir wieder ein bisschen was gemacht haben. Ja, Meth-Brötchen. Brötchen, ne, aber. Okay, wie Brötchen. Meth-Brötchen. Oh, Meth-Brötchen ist richtig geil. Meth-Brötchen klingt aber irgendwie geiler wie Meth-Brötchen. Meth-Brötchen ist halt einfach geil, weil Meth-Brötchen Meth-Brötchen ist und Meth-Brötchen halt Meth-Brötchen ist. Meine Mütze muss ich irgendwie ablegen, das ist irgendwie doof. Ach, du sitzt ja gar nicht drin. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade auf den Check geguckt, tut mir leid. Ich auch, deswegen. Ich dachte, wir sollen schweigen stehen. Es macht jeder so seine Videos, wie er machen will. Wenn das keiner sehen will, soll er es nicht sehen. Es sind wahrscheinlich, ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sagen, meine Videos sind voll von Arsch, aber es ist mir sowas von scheißegal. Ich mach's ja einfach. Das interessiert mich gar nicht. Wenn du sagst, du bist scheiße, dann sollen sie dich nicht gucken. Dann sollen sie gucken, was echt? Denen gefällt. Fertig. Und dann finde ich das immer so geil, wenn die dann irgendwelche Daumen runter da lassen. Dann sollen sie sich den Scheiß einfach nicht angucken, ganz ehrlich. Das ist so das Schlimmste, was es gibt. Daumen hoch, das bedeutet eigentlich, alles ist in Ordnung, du musst nichts machen. Aber bei Daumen runter, das ist immer dieses Warum. Ja, warum? Natürlich ist es wieder Arschlöcher, die machen das einfach, weil die Langeweile haben. Oder weil sie halt merken, oh Gott, scheiße, der ist irgendwie besser wie ich. Und ich habe einen kleinen Pilli. Wie gesagt, ich finde sowas halt richtig behindert, einfach nur weil. Ich weiß nicht, welchen Daumen runter ist für mich zu schade. Der Daumen runter ist echt zu schade für mich. Ich guck mal einfach nicht weiter an. Und fertig ist. Ja, oder wenn irgendwas mit der Quali oder so nicht stimmt, aber man gibt ja nicht einfach nur Daumen runter, muss man auch sagen, was ist. Weil ansonsten kann der Streamer oder der Let's Player oder wer auch immer den nicht verändern. Mhm. Siehst du hier genau auf dem Video auch einen Daumen runter? Voll geil. Auf dem Video auch schon wieder. Finde ich voll geil.
Irgendwie ist auch welche, die es einfach scheiße finden, was wir machen, aber das ist dann deren Problem, weil es denen nicht gefällt. Tja. Ja, was müssen wir hier für eine Straße fahren? Ich hab Angst, dass ich gleich ins Wasser springe. Alter, Alter. Bisher alles unter Kontrolle. Alter, stell dir vor, hier mit dem T20 oder irgendeinem anderen Supersportwagen längs. Ja, Kommentare schreibt ja meist keiner, weil die alle im Live-Chat schreiben, ne? Dann schreibt keiner bei mir Kommentare, weil ich ja nur Livestreams mache. Ja, ich meine ja jetzt bei Let's Playern oder sonstigen Leuten, die keine Livestreams machen, bei denen muss das jemand in die Kommentare schreiben. Richtig. Hier kann man es wenigstens gleich sagen, behebst das ja dann auch. Dann meistens immer relativ schnell. Das ist ja. Gehen wieder zurück auf die Straße. Und weil wie genauso mit. Wenn es jetzt der Zaun scheiße werden, ich würde es nur aufnehmen, ich würde es gar nicht merken und einfach hochladen, weil gibt es ja mal vielleicht. Ne? Oder der Zaun würde irgendwie scheiße werden oder sonstiges. Kann ja mal passieren wegen irgendwas. Und ich lade es einfach hoch und gucke mir nur die ersten 20 Minuten an von dem. Ja. Und dann, wie gesagt. Ja. Oder so wie gestern in OBS-Spektrum oder so. Genau. Ja, ich. Ja. Befürchte, ich wollte zu früh rüber. Ey, ich hab gehupt, du Arschloch. Kann ich auch. Und jetzt? Meine hört sich geiler an. Kamera fokussieren. Warum steht da jemand? Ich habe das Gefühl, der ist uns nicht freundlich gesonnen. Egal, einfach gegen Wagen gegenfahren. Der ist bewaffnet. Das ist definitiv nicht unser Freund. Nö. Unten sind noch mehr. Warte kurz. Wow! So ein paar mehr, ne? Oh, scheiße. Nee. Den hat runtergeworfen. Oh, eine Springladung. Warte, ich muss mal kurz meine Granaten umstellen. Wo liegt die? Oh, scheiße! Was? Wieso? Wollte eine Granate runterschmeißen. Ich habe die Granate gegen die Deckung geworfen. Und ich habe mein Kuruma zerstört. Muss alles wieder alleine machen hier, ne? Muss die Frau wieder alles alleine machen. Problem ist, ich kann ihn nicht treffen. Weil die nämlich so auseinander, die Spastis. Was ist denn der? Oh, geil. Richtig schöne Sniper-Pussy. Was war das denn gerade? Warum? Wie ich denn. Ach, du hast die alle weggebasht, die anderen beiden noch? Das ist schon hell. Warum fällt er einfach um, hab ich gedacht. Ich hab drei weggebasht. Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Ich war hinten auf dem Felsen, ey. Geil. Ich bin echt verwundert. Ich so, hä? Da leben noch zwei. Und ich kann aus dem Wasser nicht schießen. Ich mach schon. Warte. Schussrige Weste, die Spastis. Ah,
Hast du ja. Yep. One Style mit einer Pistole. Achso. Hä? 1911er versteckt? Nee. Die wollte ich haben. Kommst du? Man muss nach unten kommen. Wir müssen. Ja, wir müssen wieder Boot fahren. Achso. Wieder Boot fahren. Warte. Ich muss noch Pringles essen. Na, wir heikeln, wenn das bringt gar nicht so viel Geld. Ja, stimmt, kann ich mal kurz planen, wie fahre ich denn jetzt am besten? Boah. Boah, wenn wir mal den Weg links fahren können. Hier ist nichts, du musst nicht von Decken zu Decken gehen. Nee, ich wollte mal gucken, ob da was liegt. Achso. Wenn du so einfach aufs Boot springen. Ich bin eine Dame, das weißt du schon, ne? Und? Ich hab einen guten Fummel an. Auch perfekt abgeholt. Oh Gott. Er hatte eigentlich gehofft, dass ich gegen den Pier gegenfahre und mich dann so seitlich hindrücke. Aber okay, fahre ich einfach mal unter dem Pier durch und schieb dich vor allem weg. Mhm. Ich bin ihm keine Garantie, dass wir vorne links kommen. Ich bin nämlich der Meinung, hier sind Serpentinen drin. Ich weiß gerade nicht mehr, in welche Richtung die gehen. Ich befürchte, die gehen nach oben. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen mit dem Mobil. Im Jetski geht's. Wenn du Lust hast, kannst du auf die Autos schießen. Okay. Oder auf die Motorräder. Ja, Serpentinen. Hui. Hoffentlich schaffen wir die. Und landen nicht auf der Straße. Eben noch, och, ich will nicht im Wasser landen, ich will auf der Straße bleiben. Jetzt, ich will ja, nicht auf der Straße landen, ich will im Wasser bleiben. Ist auch gut. du wurdest getroffen. Oh. Kommt nur oben auf der Brücke. Egal. Hoppala, hoppala. Das, ja. Besser Fall. Läuft. Gibt ein Rennen, musst du hier hochfahren, ne? Allerdings ist das mit Jetskis. Ja, Glück, dass die Ströme kaum Wirkung auf das Boot hat. So hat das Schlimmste geschafft. Es hilft was, Leute. Kannst du mit Booten auch so eine Art Wheelie machen, ne? Das finde ich wie merkwürdig. Beim Motor ist ja, wenn du dich nach hinten ziehst, dann machst du einen Wheelie. Ja, ich sehe es gerade. Dann ziehst du die Schnauze nach vorne. Wenn du nach vorne drückst, dann fährt er relativ flach. Merkwürdig. Ja. Ja, da drin steht er. Oh. Das ist schon gar nicht mehr so lustig. Wir beschossen werden. So, hallo, dürfte ich jetzt mal bitte hier hoch? Ich würde gerne zurückschießen. So, komm, ich versuche jetzt mal Bond-Style. Wie kann ich denn hochtauchen eigentlich? Ich sterb gleich wieder. Oh nein. Schrotflinte? Ich bin auch gleich tot. Und wo kam die Schrotflinte? Okay. Mit S und dann. Mit S hättest du es, glaube ich, machen können. Geh nicht, mit S. Wo kam gerade die Schrotflinte? Ich glaube, da war hinten noch einer im Gebäude drin. Scheiße. Egal. Eine andere Mission. Die Scheiße.
Finde ich lustig. Boah, ich würde so gerne die Mission hier machen. Die ist so schön. Aber mach doch. Blöd. Dann müssen wir Helikopter fliegen. Beide? Fürchte. Wir können es ausprobieren. Okay. Wenn es scheiße ist, nehmen wir mit einer andere. Wir sind nach der Mission, wenn ich ganz kurz weg muss, pissen. Okay. Hubschrauber. Hölle zu befördern. Hubschrauber. Ja, bedeutet Mehrzahl oder nicht? Egal, wir werden es gucken. Vielleicht reicht es auch, wenn. Am besten ist es sowieso. Wir brauchen eigentlich den Kuruma, das weißt du, ne? Die haben wir schon mal gemacht, die Mission. Ne, ja, den Kuruma haben wir doch. Okay. Ich hatte mir ja eben schon, bevor ich mit der Sniper angefangen habe, rumzuballern, habe ich mir ja schon wieder geholt. Siehst du, da steht er. Alles klar. Fenster hinten wurden mir nicht ersetzt, doch Leute. Ich will gleich Scrap My Hand wieder spielen. Haha. Am besten ist aber wirklich, es sind wahrscheinlich Buzzards-Helikopter, ja. Wenn wir beide in einen einsteigen, das macht am meisten Sinn. Ja. Du hast Co-Pilot, der noch relativ viel machen kannst. Ich spiele der Tanklaster nicht. Langweilig. Wo denn her? Keine Ahnung, er läuft das Schild da rum. Also, ganz ehrlich, wir knallen doch nur gerade seine Kollegen ab. Bye, have a beautiful time. Ist los oder was? Ja, scheiße, geht noch nicht. Wieder einsteigen. Warum nicht? Aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil wir die wirklich erst alle abknallen müssen, bevor die so gesehen freigeschaltet werden. Können noch nicht einsteigen. Hat keinen Bock wirklich ranzufahren. Mir so. Ich sehe gar keinen. Bleib mal um jeden Scharfschützengewehr stehen. Alter! Warum ist immer wenn ich sterbe, so ein Schrotflintenschuss, als würde da schon wieder direkt einer neben mir stehen? Bug. Also alles klar. Gestorben oder? Ups. Oben ist auch noch einer. Andere noch. Ist da noch einer? Ja. Aber. Nicht sterben, ja? Sowieso nach oben, glaube ich. Oben ist der Laptop. Weiße Scheiben kann man natürlich nicht zerschießen.
Achtung, Granate. Ernsthaft? Rum ist clear. Beine. Ecke. Oder auch nicht. Alter! Helikopter! Deine Medium. Ist du nicht beschützen? Ich kann gerade nichts machen, musst du. Können die dich denn treffen, irgendwie? Ne? Ich weiß es nicht. Gib mir Mühe, ich hab's gleich. Deiner Meute, ganz ehrlich. Wir müssen Helikopter hat oberste Priorität. Nämlich ein Kampfhelikopter. Es war ein Kampfhelikopter. Mann, das fahr ich mir für eine Scheiße zurecht hier. Wir müssen hier mal ohne Kuruma vor, Alter. Soll ich denn sagen, ich stehe oben? Ich hab kein Kuruma. Alter, geh rein, geh rein! Weil ich ping an der Tür fest. Hä, hey, wie schaut der aus? Ich hab keinen Nein, ich hab keinen Zugang mehr. Bin mal kurz weg. Oh, dammit. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie ich fliegen muss. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Eine Maus, Alter. Oh, Joko. Er ist echt gerade scheiße. Okay. Ich dachte, ich über das Ding fliegen muss, richtig. Scheiße, Dreck, Alter. Nee, ich kann das Ding nicht fliegen. Mein Gott! Ach Larry, warum? Was ist los? Oh, ich kann das Ding nicht fliegen, Alter, mit der Maus. Nee.
Och man, Larry. Ich kann das Ding nicht steuern. Ich kann das Ding einfach nicht steuern. Es ist so schwer, mit der Maus zu lenken. Bin wieder da. Ja, ich hab's gehört. Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht lenken, das Ding. Ja, dann lass was anderes machen. Alter, ich hab fast noch der Rotor vom Helikopter erwischt. Ja, Hammer, ne? Warum hast du die Falltür überhaupt geöffnet? I believe I can fly! Patsch! Also das Lenken mit Maus, Tastatur, Fliegen, für den Arsch. Den ich vorhin noch. Ja, mit Controller geht das eigentlich. Los. Wohin? Das machen eigentlich. Okay. Aber das abknallen, das sollte eigentlich relativ einfach sein. Gee, Larry, hat dir das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Och, Larry, Mann, bleib doch mal hier. Der Typ meinte, dass bestimmte Geister, mit denen ich kommuniziere, gefährlich sind. Mach doch mal ein Video von mir, wenn du mit kommunizierst. Das will ich mal gern sehen. Ingame ist die 22:14, warum läuten jetzt die Glocken? Wo? Hast du das gerade nicht gehört? Nö. Irgendwer ist es rot, fahr doch! Genau. Es ist rot, fahr doch. So, ich muss mir was zu trinken holen. Bis gleich. Geht doch. Scheißbusfahrer. Dass du gerade nicht da warst. Ja, was war los? Ich bin ein bisschen scheiße gefahren. Achso, das ist kein Problem. Das tue ich immer. Der hat einen Mercedes, guck mal. Sind die gerade schon. Müssen wir zurückführen. Okay. Warte, kann ich nicht noch kurz was machen? Dann will ich da nämlich gleich in den Mercedes einsteigen, wenn ich das kann. Dann könntest du von mir aus auch hier mit dem weiterfahren. Ja, wunderbar. Ich hol schnell mal den Mercedes. Okay. Ich hab gerade mal eine schwere Panzerung angelegt. Ich wollte gerade sagen, versuche mit dem vorsichtig zu fahren, hab schon den ersten Unfall gebaut. Ah, Mami! Help? ich komm. So, hier gibt es gerade so ein paar Leute, denen es nicht gefallen, dass ich hier einen Wagen klauen möchte. Billigen Mercedes, echt mal?
Der Koroma läuft aber auch, alter Schwede. Oh. Winning. Okay, hat sich erledigt. Okay. Einfach nur wegen dem Namen. Einfach nur wegen dem Namen. Was wo? Wie? Was denn? Die Mission. Coole Methode. Ja, das ist geil, ne? Okay. Warte, ich kaufe mir noch kurz Panzerung. Kriegst bereits Panzerung auf. Warum kann ich mir die hier nicht auf Dings kaufen? Auf Tasche. Danach müssen wir mal zur Ammunition hin. Ich muss auch nochmal. Dann kannst du dir vernünftige Waffen kaufen, dann kann ich mir wieder meine Panzerung aufstocken, weil ich habe jetzt keine mehr. Ich habe nur noch eine leichte auf Tasche, die werde ich mir wahrscheinlich gleich mal anziehen. Dann darfst du ein bisschen auf mich schießen, damit ich los bin. Was so cool in dieser Methode ist. Sheila's Wohnmobil? Ja. Hey, what? Ja. Okay, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, dahin zu fahren, aber okay. Man weiß nie, auf wen man trifft. Wie redest du denn mit dem Typen? Habt ihr WhatsApp oder was ist da los? Ich hab Pistazie-Geschmack gerade in meiner E-Zigarette, das ist voll geil. I swear. Ich hab jetzt schon auf Mopeds, ist der Wichser, ne? Hast du gesehen? Nach der Nebelaktion. Okay. Ich brauche dich unterwegs. Komm. Schwanzliebe. Der Stream hat gerade wieder gehangen, soll ich noch mal was sagen? Oh Scheiße, da waren auch welche. Ich will gar nicht wissen, warum wir für den so ein altes abgeranntes Wohnmobil klauen sollen. Breaking Bad. Ja, man weiß nicht, was da drinnen gelagert wird. Kennst du Breaking Bad nicht? Ach so, Breaking Bad, doch, natürlich. Das schon alles, oder nicht? Das sagt ja schon mal alles, oder? In den Wagen reinfahren. Verdammt.
Und Level Up. Ich nicht. 22. Wow. Also es sind nicht mehr viele Zuschauer. Wir machen gleich noch, weiß ich nicht, wollen wir gleich aufhören und dann uns Scrap Mechanic müssen spielen? Ja, wir können ja, ich ja so machen, wir holen jetzt mal kurz die Waffen. Jetzt mal kurz Waffen und danach Waffenpanzerung und dann geht's los. Aber gleich, wenn ich sage, stopp, nicht mehr auf mich schießen, dann schießt doch nicht mehr auf mich. Okay. Du sollst mich nicht töten, du sollst mir nur meine Weste wegschießen. Und bitte auch auf die Brust, nicht auf den Kopf. Es ladet, es ladet. Ja, nur ist nicht mehr viel. Nur ist nicht mehr viel. Darum, wenn wir, dann hören wir auch gleich auf. Würde ich sagen. Dann spielen wir noch ein bisschen vor uns so ein bisschen Scrap Mechanic, oder? Oder wie? Ja, hat ja gesagt, es ist nur noch kurz ein bisschen Dings. Ich weiß nicht, du wolltest es eigentlich aufnehmen. Ich werde da nichts machen. Ich werde es gleich einfach ganz so ruhig spielen. Wenn wir aufnehmen jetzt soll, weiß ich nicht. Das ist eigentlich auch Stream, ist auch scheißegal. Wie gesagt, mir ist es egal, nur ich sag dir eins. Ich werde aber wahrscheinlich wieder relativ ruhig sein, weil ich mich da konzentriere. Das darfst du nicht machen. Weiß, mache ich aber leider. Nur. Minecraft habe ich auch angefangen mit mir zu reden, das ist schlimm. Also sag mal so, ne? Solange man, wenn man mit sich redet, nichts Neues erfährt, ist alles in Ordnung. Bist denn du jetzt gespawnt? Keine Ahnung. Lippen Lobby. Ja, sind wir. Wagen vorbeigelaufen. Den sieht man auch nicht im Dunkeln. Hier neue Kleidungsstücke. Hey. Sehr schön. Stopp, 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 stopp. Um kurz das Vergnügen auf mich zu schießen. Aber warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich will kurz das Geld einzahlen. Alter, das ist so geil. Ich hab schon wieder mehr Geld auf der Hand als auf der Bank. Müssen wir auch nochmal machen, wenn ich gerade schon dabei bin. Wenn du gerade schon dabei bist, mach ich das glaube ich auch eben. Was passiert denn eigentlich? Krieg ich das Geld von dir oder was? Naja, man kann ihn irgendwie ausrauben, aber fragen, wie das geht. Lass mal kurz ein bisschen schießen. Nein, nicht Kampfmodus. Bin ich auch echt nicht drin zoomen. Noch ein Schuss. Stopp. Ich kann es genau sehen, wann dein Dings runtergeht. Ja, warte, warte, noch nicht wegfahren. Das ist natürlich schwerer von eben. Panzerung. Jetzt habe ich die leichte. Ein Schuss. Mehr brauchst du nicht. Ne, ich brauche noch einen, oder? Nee, ich hab keine Panzerung mehr. Echt nicht? Nee, du hast mir solche Schaden gemacht. Achso, okay, sorry. Ja, nee, ist kein Problem. War klar, dass du das nicht ganz ohne Schaden schaffst, aber das bisschen, was ich jetzt hab, das geht vollkommen klar. Was ist denn das jetzt hier? Hallo, Ammunition? Vollkommen dran vorbei geskippt, geil. Nee, ein neuer Raubüberfall ist in meinem Luxus-Apartment verfügbar. Hätte ich mitnehmen sollen? Nö. Gut, da ist ein eigener Wagen. Oh, das ist ja gar nicht.
Oh, na damn. Super. Alles in Ordnung bei dir? Ja, wieso? Hab einen Schuss gehört. Ja, nur so ein Alter in mein Auto reingefahren, die muss ich dem Header geben. Okay. So, da Panzerung. Hey, wir sind sogar im Angebot. Eine schwere Panzerung, kam, gib ihm. Wunderbar. Ich will irgendwas schönes Schnickes bei Waffen kaufen. Oh ne. Es schießt ein anderer Spieler auf mich, geil. Ah, super. Ja, irgendjemand ist gerade vor der Tür. Das Asigste, was es gibt, Leute jetzt da abknallen, wenn die irgendwas nachgucken. Das hasse ich wie die Pest. Ja, ich wusste es. Ich wollte gerade noch Dings machen, gerade passiv. Assis, ne? Es sind so richtige Ficker, Alter. Natürlich. Leider, ich hab den gerade rausgeschmissen. Lebt der Typ noch? Nö, der ist tot. Er kommt aber wieder sicher. Ja, er kommt wieder. Ja, das war klar. Aber ich mir das auch egal, ich hab Passivmodus. Kann ich einkaufen? Nö. Ja, er wollte mich überfahren, Lappen. Kann ich einfach mal schnell in meinen Wagen einsteigen. Dass ich noch meinen Wagen kaputt macht. Ja, geil, wir drehen kurz eine Runde. Mann, dummer Wichser, ey. Ja. So, in der Nähe noch ein Ammunition. Ein Spray. Es war so klar, versucht uns zum Explodieren zu bringen. Meine Waffen sind im Passivmodus. Aber wenn ich jetzt auf Passivmodus rausgehe, bist du auch automatisch auf Passivmodus draußen? Nein, bin ich nicht. Aber es dauert noch mal ein paar Sekunden. Ich fahr jetzt einfach weg. Okay. Ich hasse solche Leute. Ja, ehrlich? Wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kenne nämlich auch so einen, der gestern so war. Ja, einmal. Wow. Willst du mir jetzt ewig an nachhängen? Ja. Okay. Zweimal wolltest du sogar. Oder hast du sogar. Bisschen Spaß muss sein. Nein, nein. Achso, dabei verstehst du keinen Spaß. Ne? Du darfst meine Häuser zum Explodieren bringen. Aber sowas verstehst du keinen Spaß. Interessant. Ey, das ist was anderes. Ich füge keinen Personenschaden zu. Na, mein Auto ist auch noch kaputt, ey. Ja, dafür musst du aber nichts zahlen. Hast du das zerstört oder wie? Ich weiß es nicht, ob ich es, ob er es war. Auf jeden Fall musst du dafür nichts zahlen, wenn du es nicht kaputt gemacht hast. Wenn ich sage, tut es mir auch leid, aber der Typ war draußen. Ich habe einfach nur zwei Granaten rausgeschmissen. Mehr nee, das, nicht gemacht. Das war auch richtig so. Das hat auch echt verdient, der Penner. Ich wollte gerade einen Passiv wechseln, der Spasti, ey. Ist keiner mehr online. Das war's heute. Dann können wir gleich aufhören. Wir rüsten uns so auf und dann hören wir auf, würde ich mal sagen. Ich glaube, noch La ruft zu und das war's schon.
Röttgen. So, jetzt mal gucken. Brauche ich noch was? Ringgas voll. Ich brauche noch ein paar Granaten. Bomben. So. Hallo. Ich möchte gerne ein bisschen einkaufen. Oh, Scharfschützengewehr können wir bekommen. Eine MP. Welche MP ich ja richtig geil finde, ist, wie gesagt, die heißt ja auch nur MP. Wenn du da das Trommelmagazin nimmst, das sieht so geil aus. Das sieht voll doof aus, aber irgendwie auch geil. Ich habe überall nur die größten Magazine drin. Überall erweitertes Magazin, größeres Magazin. So, warte mal, was war? Das Einzige, was ich wirklich verziert habe sogar, ist das Scharfschützengewehr. Also, hat noch hier den geschnitzte Holzgriff. Sieht so nice aus. Die einzige Waffe, mit der ich das gemacht habe. Gefechts-MG können wir nicht aufrüsten. Spezialkarabiner, den brauche ich. Okay, das ist ein Kohl drauf, wa? Aber nur. Das am besten ist ja immer noch ganz ehrlich Spezialkarabiner, ne? Dem ja. Trommelmagazin schön die Mickey-Mäuse drunter, das sieht so geil aus. Hab ich mir mal geleistet. Naja, nützt nichts. Ja klar, wenn wir unterwegs sind, würde ich dir eher irgendwie MPs empfehlen. Eine MP habe ich mir gekauft da hinten. Ne, die normale MP habe ich noch nicht gekauft, ne? Wir nehmen ja auch noch diese automatische Schrotflinte zu holen. Ne, ich spare auf den Helikopter. Have a nice fucking day, okay. Hier könnt ihr auch nochmal Oberteile kaufen. So kann er. Es ist jetzt nur noch. Ja, das war's. Ich glaube, es ist kein nur online. Dann würde ich sagen, wir beenden das gleich hier. Ich kaufe noch bis zu Ende. Und dann. Was ist für heute? Was ist für heute? Auch Stream beenden. Ja, hörst du schon auf oder was? Bis demnächst. Ja, dann muss ich mit einkaufen. Ja, so, Einkauf ist fertig. Moment, ich brauche noch irgendwas anderes. Hier. Leichte Panzerung. So, die Panzerung habe ich. Soll es dein Wagen sein, oder? Ja, den habe ich da hingestellt. Ja. So, Granaten und so brauche ich auch noch. Ah, ich muss mal kurz gucken. Tränengas, Granaten, Rohrbombe, Annäherungsmine, Haftbomben, ja! Los! Yes. Okay. Pistole, können wir eine bessere Pistole kaufen? Gefechtspistole, AP. Die AP ist geil, die ist vollautomatisch. Ja, die können wir nicht leisten, leider. Erstmal 33 wird die freigeschaltet. Das reicht erstmal für heute. Okay. Ich will noch meine schönen Knarren zeigen, noch. Nein, ich mach den Wagen. Der ist cool, ne? Richtig nice. Wieso kann ich eine. Achso, ich bin Passivmodus. Der ist nochmal Fletzer oder irgendwie so? Irgendwie so heißt er. Oh, es gibt sogar den SUV davon.
Ja, der SUV wollte ich auch nochmal das nächste legen. Aber hier habe ich immer ganz Geld verpulvert gerade. Und stimmt, das habe ich nicht mehr über, oder? Also ehrlich, ich bin überlegen, mir jedes, wo dieses verdammte Logo von dem drauf ist, mir zu holen. Ist cool, ne? Ich will jetzt aber erstmal den haben, weil der ist ja noch relativ schnell, der ist ja noch sportlich. Der ist noch nicht mal voll aufgetunt, ne? Leistungsmäßig. Ja. So, ich würde sagen, ich mache den Stream aus. So, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Have a nice day. Genau, bis dann. Ciao.